Also mal ganz ehrlich, dafür, dass das Spiel so damals so schlecht geredet worden ist, weil es halt ja nur, oh, ist ja nur ein Storyspiel und pipapo. Mein Gott, dann ist es halt ein Storyspiel, aber wie gut das aussieht. Das ist ja wohl mal der Knaller. Was steht da? Rezeption. Mist, dass man das nicht lesen kann, finde ich ein bisschen schade. Wort Rezeptionslog. Aha. Schade, das hätten sie wenigstens noch übersetzen können. Wenn eh alles schon so in Deutsch ist. Wenigstens so mit Untertitel oder so. Ging es hier noch irgendwo lang? Nee. Da hinten auch nicht, ne? Nee, okay. Guck mal, der Daylight-Flur. Der Daylight-Gedächtnisflur. Hey, Mann! Hast du was gehört? Wir haben Gesellschaft. Ich kann schwören, da hat wer was gesagt. Oh Mist, verdammter Ritter! Feind erledigt! Ich kann nicht durch die Scheibe schießen. Okay. Was in aller Welt haben die hier gemacht? An diesem Krankenhaus könnte mehr dran sein, als wir dachten. Wir sollten weitergehen. Boah, wie detailliert das ist. Entschuldigung. Uah. Gray, einer sollte den Keller durchsuchen. In Ordnung. Ich gehe nach unten. Okay, ich gehe hier lang. War klar. Melde dich, sobald du etwas findest. Können wir die Frau nicht in den Keller schicken? Toll. Du suche den Keller. Das ist übrigens auch die Daylight-Gedächtnistreppe. Oh Gott, das sieht echt viel aus wie bei Daylight. Ich will da nicht runter. Oh Gott. Toll. Rauf ist ja dann nicht mehr. Graves, melde dich. Im Keller ist der Strom ausgefallen. Toll. Hier ebenfalls. Geh vorsichtig weiter. Hallo? Ach du Scheiße. Hallo? Alter, ich dachte, da steht jemand. Oh Gott. Medizinschränke? Mhm. Liefen gerade irgendwelche Kakerlaken am Boden rum. Boah, dass die alle dabei zugeguckt haben, ey, ist ja so. Ich glaube, ich habe hier. Nochmal, Easy. Ich kann dich kaum verstehen. Das solltest du dir mal ansehen. Easy. Was war das? Okay, hier sind die Zellen der ganz Verrückten. Also meine Zelle wäre das. Hallo Massi, willkommen
zur Let's Play Live schon, zum Live-Let's Play von The Order. Wir spielen mal wieder weiter. Das ist mein Wohnzimmer hier gerade. Hm, schön. Oh Gott. Was? Wer erschlug den Guckel? Guck mal, hier stehen Zahlen dran. Ja, auch. Oh. Oh Gott. Und ein Smiley. Hm. Ja, finde ich auch. Wohnlich ist immer schön. Kann ich hier eben reingucken in die Zelle? Okay, ich gehe mal da drüben hin, da. Hm. Passiert da jetzt noch was? Kann ich den irgendwie rufen? Okay. Sitzt der jetzt vielleicht anders, wenn ich nochmal gucke? Schau mal. Na, okay. Ich glaube, da passiert nichts. Oh nein. Ist das die Resident Evil Gedächtnisszene? Ach du Scheiße. Oh Gott. Alter, geh sterben. Alter, oha. Du Schwein. Was? Wow. Fuck. Mies. Hat der Schwein uns genannt? Ich glaub's ja wohl. Oh, wir sind in der Leichenhalle. Oh Gott. Ich glaube, ich habe das falsche Deo drauf. Ich kann dich riechen, Mensch. Mist. Scheiße. Es gibt ein großes Problem und nicht nur ein kleines. Das war also der Keller. Ich wollte es gerade schon wieder sagen, schon wieder der Daylight-Keller. Oder der Daylight-Treppe. Gedächtnistreppe. Oh oh. Huh!
Ich bin's, Easy. Ich habe dich verloren. Wo bist du? Triageraum. Hier ist dein Ziel. Ein Älterer. Älterer? Hier? Das ergibt keinen Sinn. Beeilen wir uns. Das Halbblut ist verletzt und er ist noch blutlos. Kriegst du das Tor auf? Ich versuch's. Versuch es irgendwie aufzubrechen. Ich räume den Schutt hier weg. In Ordnung. Nee, oder? Mit dem Messer? Alter, was? Drücke L. Was? Schnellangriff L2? Ach, mit dem rechten Stick. Entschuldigung. Aua, Alter. Und jetzt? Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Ich war schon immer schlecht in Quicktime-Events. Ich war schon immer schlecht. Nein, Alter. Nein, was? Was, Alter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so gut wie tot. Ich bin tot, oder? Gray, steh auf! Nein, nein, nein! Diese! Nein, was? Gray, es tut weh. Easy, alles wird gut. Viel länger halte ich das nicht durch. Nicht dieses Leben. Nicht anstrengen. Wir verdienen was Besseres. Du und ich, gemeinsam. Etwas Besseres.
Hey, sie! Schon wieder diese Frau. Die Station. Nach links, da ist etwas, das du sehen musst. Was ist es? Was haben die Rebellen vor? Ruh dich aus, Liebes. Also haben die doch was miteinander, oder? Am Anfang dachte ich erst so, nö, nur gute Kollegen. Aber was sollten wir denn sehen? Halte L2 was gedrückt und benutze den Dings, um Details aus... Achso, ja, okay. Was können die Rebellen hier planen? Was sollten wir denn hier sehen? Ich habe keine Ahnung. Was würden die hier planen wollen? Vor allem, wie kamen die an die Waffen auch? Ein Foto von Lord Hastings. Mhm. August 1858. Hier, die Ladung der Agamemnon. Bestimmt für die amerikanische Ostküste. Dafür, dass das nur Rebellen sind, sind die aber ganz schön gut vorbereitet für irgendwas oder irgendwas Gutes am Plan. Die Frage ist nur was. Schade, ich würde die ganzen Zettel hier gerne mal lesen, die hier liegen. Die Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Aber was ist in der Fracht? Fragen über... Nein, habe ich schon gelesen. Fragen über Fragen, die mir keine Ruhe lassen. Was wollte er sagen? Verdammt, ich habe zu früh gedrückt. Entschuldigung. London vielleicht? Irgendwas mit London? Okay, ich geh erstmal hier gucken. Nix drin. Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Eieieiei. Gruselig. Alles ein bisschen sehr mysteriös. Wie war das nochmal? Ach so, okay. Warum ist die Tür denn so gesichert? Und sie sagt zu uns, wir müssen es sehen. Die ganze Nacht. Das hören wir uns mal an. Schlaf, mein Kind, in sanftem Frieden. Die ganze Nacht. Edle Ritter schien.
träumenden Dame die ganze Nacht, wenn die müde Welt sich schlafen legt, die ganze Nacht, sanft über deinem Geist entwendet, Bilder voller Freude entstehen. Hauch dein reines, heiliges Gefühl die ganze Nacht. Edle Ritter wachen über dich die ganze Nacht, behüten dich in deinem Schlaf, die ganze Nacht. Deine Furcht und Ängste nehmen sie, keine Sorgen sollst du haben. Sie vertreiben jedes Übel, die ganze Nacht. Ach so, schon vorbei. Entschuldigung, ich, ach so. Wow. Das Indien-Uniform. Ja. So, weiter geht's. Das muss es sein. Percival, melde dich. Percival! Das hat sie übers Fenster gesehen. Percival meldet sich auch nicht. Der hat irgendwas... Irgendwas ist mit Percival. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Aha. Die Anarchisten. Ich hoffe, es ist nicht nochmal so... Wir werden uns in den nächsten Wochen versammeln. Vorladungen und weiterführende Anweisungen werden an die entsprechenden Orte weitergegeben. Es sollte beachtet werden, dass bezüglich einiger Mitglieder von Seiten der Polizei und der königlichen Armee Nachforschungen angestellt wurden. Letztere ist besorgniserregend und sollte nicht leicht genommen werden. Daher rate ich allen, im Umgang mit neuen Bekanntschaften vorsichtig zu sein. Obwohl wir uns auf den Orden und seine Reihen konzentrieren sollten, schlagen wir vor, dass ebenfalls Informationen zur neu organisierten Rebellion gesammelt werden. Ihre Lager erscheinen zu gut verwaltet und koordiniert, was auf eine Aufsicht oder Hilfe von außen deutet. Das würde auch ihren plötzlichen Wiederaufstieg erklären. Hier ist nichts drin. Gar nichts.